Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe, wer kann? Ich kann es nicht. Ich meine, wir kommen ja nicht umsonst hier lang, um die Püppis da zu betrachten. Entweder ich habe jetzt unten irgendwas übersehen. Oder hier an den Räumlichkeiten. Wir sollen noch unseren Boss suchen. Ja, das ist ja bezaubernd. Ja, ich bleibe jetzt hier oben. Ja, das ist ja sehr schön, dass ihr euch hier entspannt. Jetzt ist die Frage nur, warum ihr jetzt schon zwei seid. Warum der halbe Kopf fehlt. Und ob die andere überhaupt noch da unten ist. Ah, die ist nämlich abgehauen. Aber ich sag mal, das wäre jetzt effektiv sinnlos, wieder hier unten rumzusuchen. Weil es muss ja einen Grund geben, dass die zwei kleinen Hübschen da oben sitzen. Und eben nicht hier unten. Everything happens for a reason. So, also gehen wir wieder hoch. So, jetzt denken wir mal ein bisschen logisch. Hier ist aber auch nichts. Die haben nichts bei sich. Null. Hier kommt man auch nicht. Sind wir da hoch? Sollen wir jetzt da hochgehen? Ach, nö. Sagte schon mal jemand, dass ich keine engen Gänge mag? Wetten, da kommt gleich irgendwas. Her. Wo ist eine Beule? Okay. Ja, aber ich sag mal, was soll denn an, dass wir da oben durch müssen? Oh, da ist die Decke gebrochen. Ist nichts weiter passiert. Mir geht's gut. Also ich sag mal, na, wenn ich jetzt plötzlich zu meinem Chef irgendwo hin müsste, ich würde natürlich auch durch irgendwelche dunklen, abgelegenen Häuser gehen. Wie auch sonst. Okay, da oben müssen wir wieder durch. Im Endeffekt, was gäbe es denn auch anders zu tun? Hier sind... Ach so. Wenn das so ist. Engpass, Engpass und rüber und hier lang. Huh. Alter, du willst ja doch jetzt nicht runterspringen. Alter, du... Willst ja doch jetzt nicht runterspringen. Und wie er das will. Wo sind wir hier? Da kommen ja schon mal ein paar hakelige Gefühle auf, wenn man hier unten so ist.
Okay, ich denke, hier müssen wir erst später entlang. Ich gehe erstmal wieder zurück. Weil man versucht uns ja immer erstmal durch etwas zu schicken, was wir nicht gleich so erkennen. Und da vorne ist ja noch so ein Gang, wo wir lang müssen. So, und ich sag mal, hier, ne? Da ist auch was. Oder das ist ein und dasselbe. Schauen wir uns mal um hier. Okay, das geht nicht kaputt. Die geht nicht auf. Moment. Machen wir mal kurz einen Quicksave. Weil es halt immer sein kann, dass wir das Spiel abkürzen. Wenn wir schon die Chance für einen Quicksave haben, dann sollten wir die verdammt nochmal nutzen. Ich hasse es. Looks like I found the way out. Was hier schon? I closed the building for working hours. I don't want strangers to walking around. If you want to leave for something, the keys on the top of my locker, the caretaker. Okay, also wir sollen jetzt einen Umkleideraum finden. Die Tür ist bis dahin noch gelockt. Und wir müssen hier durch das Haus, um einen eventuellen Weg nach draußen zu entdecken. Wir müssen jetzt... Was poltert denn hier so? The key is on my locker. Ist der Locker hier drin? Nee, oder? Nee. The key is on my locker. Ja, natürlich gehen wir, um zu dem sein Schließfach zu kommen, immer wieder unten lang. Weil was auch sonst. Na, dann gehen wir halt wieder unten rum. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch genauso alleine sind. Achso, hier lang. Jo. Ich weiß halt bloß nicht, ob wir uns mit dem Rohr verteidigen können. Das macht im Moment noch die meiste Angst. Wenn ich weiß, dass was auf uns zukommt, wir doch hier dafür dann die Mittelchen haben, um uns zu wehren. Ist das... Okay, hier ruckelt's. Moment, kurzer Quicksave. Yes! Ich sag mal, die Batterien, die nehmen wir immer mit. Nicht, dass wir irgendwann mal im Dunkeln stehen. Also mit Licht müssen wir spielen. Ich krieg sonst die übelsten Paranoias. Und das wollten wir eigentlich auch nicht so riskieren. Geht auch nicht kaputt, das wollte ich vorhin schon mal probieren. Okay, es geht nicht. Maintenance. Yes! Alle Gesichter irgendwie... Also ich weiß auch nicht. Irgendwas ist hier passiert, was glaube ich nicht so schön ist. Aber ja. Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Wo war denn die Tür? Ach hier. Wie gut, dass ich den Weg vor uns bemerkt habe und schon wusste, dass wir hier lang müssen. Ich bin ja sowieso generell einer von der ganz schlauen Sorte. So schlau, dass ich schon teilweise zu doof bin, den Schacht zu sehen. So. Ja, das war der andere Raum. So, alles sicher. Und Quicksave. Aufnahmeabbruch und bis gleich, wir sehen uns hinter der Tür. So, und wir sind zurück. Und, ja, der Weg nach draußen war doch, der führt raus. Finally. No more.
Der freut sich, dass wir nicht mehr durch solche kleinen, verstaubten Räume klettern müssen. Aber ich glaube, der Herr freut sich zu früh. Weil angesichts der Musik und angesichts genau dieser Sachen bin ich, glaube ich, der Meinung, dass es für uns... Moment.